Hey Leute und willkommen zurück hier zu Subnautica. Wie versprochen habe ich mich nochmal eingelesen und habe gelesen, dass wir den Code durch den Radiotransmitter, den wir hier drin haben, vermutlich zumindest, bekommen werden. Kommunikator. Nachricht abspielen. Notruf Spieler ab. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Position des Signals in PDA gespeichert. Es kann sein, dass wir den Code jetzt nicht direkt bekommen, deswegen macht es hier gerade mal, dass ich das alles gelesen habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen nebenbei was machen. Das heißt, wir werden noch nebenbei so ein paar Ziele von uns vervollständigen. Wir könnten vielleicht auch schon die Basis bauen. Das war ja auch das, was ich meinte, dass man das so nebenbei ein bisschen macht. Und dann gehen wir nicht direkt an einem Stück der Story nach. Was war das denn? Irgendwas gegen das Schiff geschwommen. Gut, Leviathaner haben wir gelesen. So, das haben wir ja sowieso gelesen. Gut, das jetzt nicht. Aber egal. So, Ausrüstung. Das brauchen wir auch nicht lesen. Wobei, Raubtier, täuscht. Ja, okay. Lassen wir es erstmal. Das kann man ja immer noch lesen. Ich will nur erstmal, dass das hier, dass wir merken, wenn wir irgendwas Neues haben. Das war zu schnell. Oh, da ist noch eins. Mann. So, dann noch zwei in Energie. Das brauchen wir nämlich auch hier, das Wärmekraftwerk. Das brauchen wir nämlich da unten. Genau, Krebs Modell 3 sogar schon. Und das hier. Liebteste und so. Okay. Gut, Jo. LifePod Secondary Systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Gut, dann müssen wir einfach mal gucken. Aber ich frage mich auf meine Position, auf meinem... Achso, ja, Baupläne. Sollten wir vielleicht auch mal schnell durchgehen? Das sind doch keine Baupläne. Kompass, achso. Brauchen wir sowieso nicht. So. Achso, das sind die, die wir alle gelernt haben. Okay, hier kann man nachlesen, was man schon kann. Und was man noch lernen muss. So, nicht mehr viele. Haben wir das hier auch nämlich mal gecleant. Eins habe ich übersehen. Beziehungsweise nicht erwischt. Wo ist es denn? Da ist es. So, dann haben wir das auch. Und jetzt bei auf. Ach, ganz oben, oder was? Aha. Achso. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Da begeben wir uns hin. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit gesucht, ob ich vielleicht was finde, wo die Koordinaten irgendwie aktualisierbar sind, aber das wurde direkt schon automatisch gemacht. Hä? Warte mal. Ah, dahin. 300 Meter ist gar nicht so weit. Das schaffen wir ziemlich schnell. Ja, ist direkt hier vorne. Mann, ich habe das eben die ganze Zeit gemacht, kurz als ich hier rüber gefahren bin, zwischen der Aufnahme. Ich bin auch nur hier rüber gefahren, also ich habe nicht wirklich was gemacht da im Raumschiff noch. Das hätte ich euch sonst gesagt, das wisst ihr. Und hier ist der defekte Seaglider. Beziehungsweise... Boah, ich dachte gerade schon. Ist ja gemeldet worden. War ich aber doch schon.
Na gut, dann hätten wir das wahrscheinlich jetzt entdeckt. Ne, hier war ich auf jeden Fall schon. Gut, dann haben wir das. Achso, genau, ich habe doch voll viele Sachen noch mit. Die könnte ich mal ablagern vielleicht. Mir kommt eigentlich gerade eine ziemlich coole Idee. Und zwar könnte ich, wenn ich in der Höhle baue, wo ich jetzt gucke, was ich für das Wärmekraftwerk brauche, wenn ich da eine Höhle baue, könnte ich theoretisch eine Art Sonnenlichtsimulation mit den Lichtern machen, dass ich quasi so ein Fenster baue und das Licht dann quasi so am Fenster vorbei mache, dass es halt aussieht, als wäre da unten Sonnenlicht. Weil da unten ist ja sonst kein Licht, außer das von den Pilzen. Oh. Aber das wird gerade richtig interessant hier, so was wir so machen. So. Wie gesagt, das Titan bringe ich da hinten rüber. Kommt hier rein. Das finde ich voll cool, diese ganzen Menschengegenstände. So. Braucht das ja eigentlich nicht. Hau mich voll. So. Dann kommt das jetzt hier rein. Und jetzt muss ich gucken. Oh, warum habe ich da. Was sind da für eine Unordnung entstanden hier unten? Ne, Quatsch, das war auf 2, das war so und das. Das ist gerade wichtiger, glaube ich, weil wir irgendwo gegen schwimmen, wahrscheinlich wieder. Wärmekraftwerk. Warte, sonst. Ah, hier haben wir unsere Betten. Schön, schön. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr. Wärme. Ah, hier. Titan 5, Magnetit. Ach, Aerogel, da war ja was. Aerogel. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar mehr brauchen. Warum natürlich nicht? Wie war das denn nochmal, Aerogel? Hier noch. Auch Titanfeuerle. Das könnten wir aber eigentlich auch machen. Ich glaube, das machen wir auch. So, was brauchen wir dafür nochmal? Kabelsatz und Fasergewebe. Kabelsatz und Fasergewebe. Silber. Ja, Silber. Erstmal Silber. Silber. Einmal Silber. Wir haben voll viel Gold. Nee, das ist. Ich glaube, wir müssen nochmal nach unten. Das wäre auch eine ganz gute Abwechslung wieder. Sagt unsere. Ja, komm, die Energie passt so. Da juckt es an der Nase. So, das war ja mit den Pilzen. Das war ja da hinten runter irgendwo. Ich glaube, so ein bisschen links hiervon. Gut, ich schwimme auch hier schon durch. Sehr interesting. Ah, hier ging es doch runter. Da sind wir doch. Ah, stimmt, ich kann ja jetzt ein Stückchen weiter runter schwimmen. Da ist noch nichts. Oh! Oh, nichts passiert.
Nee. Oh, da ist... was ist das denn? Ist in einen Pilz rein? Wollen wir uns den mal ansehen? Lass mal speichern. So. Da kommt Luft raus. Ah! Ach du Scheiße! Was bist du denn für ein Vieh? Junge, 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 damit habe ich nicht gerechnet. Sie war auch gut. Mann, 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 ich muss erstmal zurück. Also der hat mir gerade richtig viel gezogen. Der hat mir richtig viel. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Ich scanne ihn irgendwann mal weiter. Also das war mir jetzt doch zu viel. Was für ein ekelhaftes Vieh, ey. Das ist Diamant. Schwimmen die wieder. Meter, dann können wir hier problemlos rumschwimmen. Oh, cool, hier sind noch ein paar Basenelemente. So, ist einfach nur Musik, die hier läuft. Sehr schön. Ach du Scheiße, es verfolgt mich. Macht die Seemotte kaputt. Das sitze ich natürlich. Sitze ich nicht mehr so in der Falle. Ach du Scheiße. Ah, da hat's mich wieder. Ja. Ich will dich unbedingt scannen. Jetzt wollte ich gerade abhauen. Das verfolgt mich auch noch hier unten. Gescannt habe ich es aber schon mal. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, eine Basis hier unten zu bauen, obwohl ich das unbedingt machen würde. PDA. Seiten schwimmt es. Signal location uploaded to PDA. Keine Infos. Das Magnetit. Vermummte Basis, 700 Meter von hier. Okay. Interessant. Aber weit runter kommen wir nicht mehr, aber das geht ja auch nicht mehr so weit. Oh nein! Da habe ich so einen Kackstein erwischt. Schön aufpassen hier. Die Basis will ich auf jeden Fall noch erreichen. Ich weiß aber nicht dann, wo es rausgeht. mach du es jetzt nur. Ich wusste es, ich wusste es! Zugkreis rechts hier so rum. Vermummte steht da, ne? Vermutete. Vermutete, nicht vermummte. Ich dachte, vermummte so versteckt oder so. Da ist ein anderer drin.
Tatsache, hier ist noch eine Basis unter Wasser. Genauso wollte ich meine halt auch bauen. So könnt ihr euch das vorstellen, so in der Art. Lass mich bitte in Frieden lassen. Oh. Nein! Verdammt. Jetzt bin ich zu schnell da reingeschwommen. Ich werde auf jeden Fall mich jetzt auf den Weg dahin machen. Und auf jeden Fall meine Sachen wieder bekommen. Das kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Ich wollte eigentlich nie sterben in dem Spiel. Ist natürlich schade. Aber kann man halt nichts machen. Sagen wir einfach, ich bin bewusstlos geworden und der Computer hat mich zurückgebracht. Eine Art Rettungsfunktion. Nur die Frage, wo das war. Ne, hier war es doch nicht. Das war doch da hinten. Oder hier? Nee. Geht nicht so weit runter hier. Ja gut, jetzt habe ich ein Problem, das zu finden. Muss noch gerade gucken, wo das ist, wo wir immer lang schwimmen. Beziehungsweise tauchen. Wo das... Ah, genau, wir schwimmen doch immer. Genau, wir schwimmen hier drüber. Ah, ich hätte vorher zurückschwimmen sollen, dieser Mist. Ich werde es auf jeden Fall in dieser Folge noch machen. Sind die Seemotte. Da geht's runter. Und die Frage, wo die Seemotte sich jetzt befindet. Da, nicht weit von hier. Ob wir so weit kommen, ist eine Frage. Das ist mir fraglich. So, ihr wisst, was kommt. Ich speichere erstmal. So. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Muss ich echt gut aufpassen. Wird wahrscheinlich eine richtig enge Sache. Oder? Passing 200 meters. Ja, wird richtig Oxygen eng. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich bin viel zu langsam dafür. Und du lässt mich ja in Ruhe. Dann schaffe ich das nämlich wirklich nicht. Wird nämlich schon knapp. Wir können es aber schaffen. Wenn der uns da hinten auch in Ruhe lässt. Boah, da sind so viele davon. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, die sind vielleicht zwei oder so. Aber da sind ja jetzt schon vier Stück oder so. Die sind bestimmt alle hinter uns. Ja, 30 Sekunden. Oh, Junge. Er hat aber auch schon ganz schön was abbekommen. Na, Mann, jetzt schwimme ich schon wieder rein. Einmal probiere es noch. Wir kriegen nämlich auch wieder Leben dazu. Ich will nämlich unbedingt hier rein. Diamant. Habe ich hier Sachen verloren? Hier drin sind wir schon mal. Könnte doch noch was werden. Was ist das hier? Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Wasserfiltermaschine. Oh, wunderbar. Ich glaube, das ist ein kompletter Bauplan direkt. Ja. New blueprint acquired.
Muss man echt gut aufpassen, ey. Nicht so einfach. Da ist noch ein PDA. Signal location uploaded to PDA. Auch keine Codes. Ich bin jetzt eigentlich nur noch auf der Suche nach Codes. Wäre cool, wenn man die Basis reparieren könnte, aber geht sehr wahrscheinlich nicht. Wenn die echt astrein ist. Geil. Hier haben wir auch wieder unser Doppelbett. Und PDA. Ach, was, ach, das haben wir mal Baupläne. Habe ich jetzt erst mal drauf geachtet. Ich dachte mir, das sind PDAs, weil die will ich immer später lesen. Und nicht in einer Aufnahme. Shit. Ja, ist alles in Ordnung. So, jetzt der letzte Abschnitt. Okay, hier ist nichts mehr. Auch hier geht's noch hoch. Wow. PDA. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Follow the Degasi. Gut, das ist alles Story. Ihr habt es ja gesehen, falls ihr es durchlesen wollt. Ich habe da ja gerade durchgescrollt. Könnt ihr es machen. Ich werde das auf jeden Fall irgendwann mal in aller Ruhe machen, wenn ich nicht so angeschrien werde von irgendwas. So, einmal los hier. Also so langsam glaube ich immer weniger, dass es eine gute Idee ist, hier zu bauen. Auch wenn es einfach sehr schön ist hier. Achso, wir haben unser Hauptziel eigentlich voll vergessen. Oh, da geht's noch weiter. Gut, ist halt sau weit weg, ne? Da können wir halt beim nächsten Mal hinschwimmen. Wir sind nämlich wieder am Ende einer Folge. Ja. Dann werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht hilft es uns, den Code zu besorgen. Ich werde mich jetzt zurück zur Basis machen. Das heißt, die nächste Folge wird in der Basis starten, wenn hier jetzt nichts Schlimmes mehr passiert. Ich suche gerade den Ausgang. Natürlich so eine Sache, ne? In so tiefen Höhlen, ohne zu wissen, wo der Ausgang ist. Ah, hier ist er ja. Gut, ihr habt's gehört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.